Servusle, grüßt euch, willkommen zurück bei Dark and Light mit Voucher, mit dem Alderle. Wir schauen gerade unsere Location an, was haben wir vor, was haben wir geplant. Ich bin so ein bisschen am Rumtüfteln. Ich muss das jetzt hier nochmal festziehen. Hier unten dieses Bestientor fliegt wieder raus, ja. Das kommt weg, da werden wir da unten eine richtig breite Front aufbauen, weil da ist immer einiges los. Ich will da tatsächlich mal so ein kleines umkämpftes Gebiet vielleicht später schaffen. Wir nennen dann diese Location das Bollwerk. Das werden wir da unten hinbauen, allerdings erst, wenn die anderen Sachen soweit schon mal durch sind. Heute sind Riffern unterwegs, da ist einiges los. Hier mal einer geflogen, da drüben mal einer geflogen. Ist recht schön, ich mag das, wenn die da sind. Siehst du, da hinten krabbelt auch einer. Das Tor kommt auch weg, das werden wir jetzt hier sehen. Ich hopfe mal hier kurz runter auf die Terrasse. Zeige ich es euch. Erstmal ein bisschen Theoriekunde. Oh, ich habe die Dreiecke hier gebaut, das können wir uns auch angucken. Hier oben, also von diesem Tor ab Richtung unser Eisenberg, das seht ihr ja, dass das so ein Bergpass ist. Das wird umgebaut. Ich habe das schon angefangen oben. Ich habe das Steinbestientor jetzt freigeschalten beim Farmen. Das werden wir heute auf jeden Fall da hinten aufsetzen. Das wird der Zehnpass, ne? Da hinten kommt praktisch das Taming Gateway hin, dieses Steintor, wo man dann in unser Land reinkommt. Und da werde ich auf jeden Fall dieses Zehngehege hinbasteln. Ich habe schon eine tolle Idee. Machen wir parallel. Und natürlich, Voucher Dienst Wall ist auch ein bisschen größer geworden. Fliegen wir ab, da basteln wir heute auch ein bisschen was dran rum. Jetzt pass mal auf, kann ich die Türme, die kann ich doch wegnehmen, ne? Aufnahmeturm. Hoppla. Ich hoffe, dass ich den Turm jetzt auch aufgenommen habe. Habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Jo, genau. Da wollten wir ja, hat jemand gesagt, der Zaun könnte möglicherweise später im Weg sein. Da wollen wir mal die Dreiecke probieren. Weißt du, diese dreieckigen Fundamente wurde mir als Tipp genannt. Das will ich gerne heute probieren. Jetzt pass mal auf. Aufnehmen, Elfenturm. Ich muss natürlich genau gucken, was ich mache. Hier ist ja nur der Energieversorger. Der sollte eigentlich funktionieren. Schön, wie jetzt hier so ein bisschen was los ist. Ich bin mal gespannt. Ah ja, und übrigens, wir müssen den Beschwörungspool nochmal aufbauen. Denn wir haben Goblin-Zuwachs bekommen. Jetzt pass auf, wir sind ja ein Dachkanal, ja? Was Dach, also Deutschland, Austria und Schweiz. Wobei ich sage immer Dösch. Deutschland, Österreich, Schweiz. Ne? Wir sind ja ein Dösch-Kanal, das heißt, wir haben nicht nur deutsche Goblins, deutschstämmige, sondern auch österreichische und Schweizer Goblins. Die erste Schweizer Gobline, sagt man da Gobline, die ist mittlerweile angekommen. Hier steht sie, alles Schweizer. Ich habe sie schon mal gezähmt hier. Die Kollegin, die macht uns momentan aus Gold die Goblin-Teile und er macht die Verträge noch, der Buddy Badenser. Und ein dritter Goblin, der österreichische Goblin, den werden wir jetzt zusammen beschwören. Ne? Also mittlerweile Buddy Badenser. Deutschstämmig, dann haben wir hier alles Schweizer. Ihr wisst, glaube ich, an was es angelehnt ist. Ne? Die Schweizer Gobline. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich das Zeug reingeräumt habe, Leute. Ich muss den Pool drüben neu aufbauen. Ich habe den abgerissen, inklusive der Fundamente, warum habe ich das gemacht? Weil ich mal sehen will, ob der ohne Fundamente dann auch angezeigt wird. Das stört mich ganz arg, dass ich den nicht sehe. Ne? So, wir brauchen auf jeden Fall Fleisch für den Österreicher. Das machen wir, glaube ich, auch als allererstes jetzt mal. Ne? Ich habe so viele Sachen am Start, Leute. Und die Goblins befüllen. Wir befüllen die Goblins. Pass auf, die Verträge braucht er. Gun brauchen wir. Kupfer, Gold. Das holen wir gleich raus. Jetzt pass auf, jetzt machen wir erstmal Arbeit. Erstmal muss jeder arbeiten. Die Schafe sind schon am Tun. Die sind schon am Schaffen. Ihr seht, 10 Rang 16. Mit dem nächsten Rang können wir Elementarsteine herstellen. Und das wird natürlich super interessant, wenn wir uns dann den End holen können und den Steinelementar. Und die Steinelementare, Leute, die brauche ich fürs Bollwerk unten dann. Ne? Also ich habe hier richtig was vor. Ich bin langsam angekommen im Game. Jetzt pass auf, wir werden bestimmt 100 Folgen kriegen hier, Minimum. Jetzt pass auf, die Kollegin, habe ich gesagt, die soll mit dem Gold hantieren. Ist ja eine Schweizerin, die weiß, wie man mit Geld umgeht. Die Verträge könnte man aber als Alice Schweizer könnte auch Verträge machen, als Frauen, als Goblin-Rechtlerin, so gesehen. Jetzt pass auf, wir brauchen das Garn und das Kupfer, dann kann die nämlich hier die Dinger herstellen. Das gibt Skillpunkte, wir sind auch ziemlich weit, seit beide arbeiten. Das heißt, dieses Mal, also für diese Woche, möchte ich als Wochenziel die Ballista auf jeden Fall uns mal auf den Plan schreiben. Das ist schon mal die Geschichte. Ich habe hier leider nicht mehr so viel Zeug. Wo ist denn die Tinte? Alter, habe ich der Tinte vergessen, Buddy? Sorry, tut mir leid, Digga. Die muss ja dann noch hier drin sein. Hier ist die Tinte. Ja, da liegt der Seelenstein vom österreichischen Ball. Ich freue mich tierisch, dass wir das jetzt gleich angehen, Leute. Pass auf. Alles Schwarzer, Schweizer, sorry. Jetzt habe ich, oh, jetzt habe ich es auch verraten. War schon ein bisschen doof. Hier ist immer noch Kupfer drin. So, du machst weiter. Buddy Badenser am Arbeiten. Hier, du kriegst das Kupfer noch. Wie sie grinst. Wie sie grinst. Das ist so meins halt, weißt du? Wieso kann die nicht mehr nehmen? Was ist da los? Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Jetzt. Alle herstellen. Und das dann hier drauf und nochmal alle herstellen. Ne, läuft, ne? Läuft. Sieht nur ein bisschen komisch aus.
Okay, dann haben wir Kupferüberschuss, ist aber kein Problem. Ist kein Problem, Leute. Dann hauen wir das Kupfer hier rein. Ich spanne euch natürlich jetzt auf die Folter, das ist klar. Ne? Wir fliegen jetzt erstmal kurz rüber und setzen den Beschwörungspool auf, bevor ich den Stein da rausnehme. Au, siehst du? Genau, und dann machen wir das mit den Dreiecken da oben. Ich komme. Hier ist halt einiges zu tun. Also es ist echt der Hammer, wie man sich beschäftigen kann, wenn man sich 3, 4 kleine Projektlein hier raussucht. Zähmen, Rang 16. Ja, macht schön weiter. Macht schön weiter, dass wir bald Elementare uns holen können. So, abgerissen habe ich es schon in Vorarbeit. Ich habe so ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen was machen wir immer zusammen. Ihr seht da hinten, sieht man fast nicht, da habe ich schon mal angefangen, da wird das Steinbestientor hinkommen und entsprechend wird das der Zähmpass werden. Da können wir nämlich alles, was hinter dem Berg lebt, hochzähmen, da reinschleusen. Ich habe da schon auch aufgrund von euren Kommentaren mir eine Strategie entwickelt, wie ich es machen möchte. Das will ich mal so probieren. Jetzt saugen wir aber erstmal das Ding hier wieder hin. Und zwar ohne Fundament einfach hier ins Grüne. Ich hoffe, dass es nach dem Einloggen jetzt immer noch da ist, weißt du? Ich habe doch mal gehört, dass wenn man das auf Elemente setzt, dass es dann halt die Textur verschwindet. Ich will es sehen, mich stört es tierisch. So, wir brauchen auf jeden Fall Leder für den Österreicher. Auch der Österreicher und der Schweizer bestehen aus Leder und Fleisch. So, jetzt machen wir die Dreiecke als nächstes. Ich meine, die habe ich auch schon vorbereitet. Flitze mal ein bisschen rum. Zum Ende der Folge gehen wir rüber. Ich möchte morgen das Schwein rüberholen. Morgen holen wir das Schwein rüber. Freitag machen wir auf jeden Fall Erkundungstour. Halt! Was machst denn du, Crazy Babe? Hier sollst einfach landen, weißt du? So, herrlich. Freue mich tierisch drauf. Ja, mit den Goblins habe ich natürlich auch was vor. An Voucherdienst Wall unten werde ich eine kleine Goblin-Baracke hinzaubern. Die werden dann später unten wohnen, die Jungs und Mädels. Hier so im Eck drin, da wird auch ein Türmler hinkommen. So ein kleines Wachtürmle. Dann haben wir die Goblins unten. Und ich habe so eine geheime Zahl im Kopf, die verrate ich noch nicht. Wenn wir die Anzahl erreicht haben an Goblins, dann mache ich eine Sonderfolge mit Goblins. Ich habe da so eine Idee, was ich machen will. Jetzt pass auf, jetzt schauen wir mal hier rein in unseren Schrank. Habe ich da die 3x-Teile drin? Ja, hier sind sie. Warum habe ich denn die aus Stein gemacht? Das weiß ich jetzt halt auch schon nicht mehr. Sind andere noch da? Nee. Jetzt gehen wir mal hoch und gucken mal, ob das funktioniert, ob ich das hinbekomme. Ob ich das hinbekomme. Hinbekömmel. Wir müssen auf die Terrasse. Hier rum. Ab und zu verläuft das sich noch unser Voucher, ne? Ich bleibe natürlich der Alte, ist klar. So, Leute, ich freue mich auch schon auf den Freitag, auf unseren nächsten Ausflug. Also lauter Highlights. Was mich angeht, haben wir... Jetzt geht es hier nicht hin, oder was? Was ist denn das für ein Mist? Warum geht denn das nicht? Kann es sein, dass ich die Geschichte nicht auf eine schäbige Decke platzieren kann? Möglich wäre es, ne? Möglich wäre es. Vielleicht habe ich auch das falsche Element hergestellt. Das ist natürlich jetzt arg blöd. Tut mir leid, ich habe gedacht, das läuft besser. Wir könnten natürlich schauen. Wir könnten natürlich schauen. Lass mich mal kurz überlegen, was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt bitte? Das wird dann hiermit halt auch nicht gehen. Das ist ja ein Fundamentstück, ne? Scheiße. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Und eine dreieckige Decke? Eine dreieckige Decke geht ja dann auch nicht. Stroh, Garn und Holz. Wir gucken mal. Ich probiere es wenigstens. Wenn nicht, muss ich halt den Zaun an der Stelle wegmachen. Oder eventuell ein anderer, aber wenn ich jetzt ein anderes Fundament auf dem Balkon nehme, dann muss ich sie alle umgestalten. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Dann machen wir lieber den Stück Zaun weg, weißt du? Jetzt habe ich kein Gun mehr, richtig? Jo, ich habe kein Gun mehr. Das ist doch klar. Gut, dann flitzen wir ganz kurz zum nächstbesten Baum. Könnte man eigentlich was mit dem Wolf machen, dann kann der mal austreten. So, das will ich jetzt noch nicht zeigen, das machen wir danach. Der Baum, den kriege ich nicht, dann hoffe ich, dass der da hinten gewachsen ist. Ansonsten muss ich tatsächlich mitten ins Feld irgendwo reinfliegen. Nee, der ist nicht nachgespawnt. Hier spawnen auch meine Steine nicht mehr nach, ne? Seit ich die Kübel oben gesetzt habe. Ich denke mal, die sind jetzt in der Range, dass das sich hier ein bisschen verändert. Aber der ist wieder da. Sehr schön. Sehr schön. Goblin Engineering, 76%, Leute. Also ich nehme ja natürlich immer Wochenziele, die wir auch erreichen. Ich mache ja offscreen ganz viel momentan an den Palisaden. Also... Das werden wir schon schaffen. Und dann bin ich mal gespannt. Wenn wir die Mats haben für die Ballista, dann werden wir die natürlich in Betrieb nehmen. Da baue ich vielleicht sogar mal eine zum Testen irgendwo hin, wo Feinde sind. Einfach um zu gucken, was die machen, wie viel Schaden die machen und so weiter. Das werden wir uns auf jeden Fall aneignen diese Woche. Damit wir das Thema Ballista haben. So, jetzt habe ich Garn. Was wollte ich jetzt machen? Damit dreieckige Dinger irgendwie, gell? Hey, aber ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube nicht, dass das geht. Der ein oder andere von euch wird es schon wissen. Das ist das Fundament, das haben wir jetzt schon abgehakt. Wenn, dann müsste das hier funktionieren. Ich mache jetzt mal nur eins. Dann sparen wir uns die Materialien lieber. Das Schöne ist, wenn jetzt dann die drei Goblins am Arbeiten sind und die Schafe, ich hole mir wahrscheinlich noch ein Schaf, eins werden wir noch dazu nehmen. Ich weiß, ich brauche das ganze Feld zwar nicht, aber es tut halt nebenbei wunderbar den Skill hochzähmen. So, komm auf den Balkon raus, Diggerle.
Alterle, spritz auf der Balkon raus. Holla hi und holla ho. Au! Ah! Das wusste ich nicht. Das sieht aber... Sieht das nicht blöd aus? Das sieht ja blöd aus, oder? Aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht, wenn wir jetzt hier den Turm aufgesetzt kriegen. Ja, Alterle. Das ist okay. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Ha ja. Super, dann bauen wir noch das zweite hin. Sehr schön. Zum Glück haben wir es probiert. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es geht. Ich wollte es schon gar nicht probieren, weißt du? Habe ich hier nochmal... Ja, hier schleppe ich noch 13 Fundamente mit mir rum. Ich denke die ganze Zeit, was ist mit dem Gewicht heute los? Ja, super, dass das geht, habe ich nicht gewusst. Umso schöner, dass wir es jetzt haben. So, dann machen wir das Türmel auch noch hier. Dann ist auf jeden Fall mal kein Zaun im Weg. So, dann haben wir das erledigt. Ich muss es auch mal irgendwann noch anmachen. Aber momentan ist halt hier nichts los. Dann spare ich mir die Energie von diesem Zeugs da. Weißt du, hier, das da verbraucht sich ja, wenn ich es die ganze Zeit an habe. Sind nur noch 14, ne? Und Erdessenzen haben wir jetzt noch nicht zum Wegschmeißen. So, Leute. Wunderbärle. Es wird Nachmittag, das heißt, wir würde ich mal fast sagen, Schwaden machen und so weiter. Lass mich mal kurz reingucken. Habe ich noch hier was in Vorbereitung? Nee, die Zaubermunition, die könnte man nochmal aufteilen, richtig? Die gehört hier raus. Dann packen wir die Fundamente weg. Und dann ist gut. Pass auf. Hälfte rüber, ne? Habe ich ja von euch gelernt. Mit Shift. Ich bin total gut drauf, wenn ich hier online bin. Also Leute, das wird unser Game. Das machen wir auf jeden Fall. Wenn wir da einiges noch auf die Wege bringen. Vor allem das Bollwerk unten. Ich hoffe, dass da nachher noch so viele Viecher da unten spawnen. Da müssen wir mal gucken, wie ich das überhaupt baue, wenn das da so viel Action ist, weißt du? Dursthammer. Oh, siehst du, nach dem Gärtle können wir auch gucken. Gehen wir noch mal kurz am Garten vorbei. Hier habe ich mal noch einen Trog hingestellt. Wieso muss ich da Splitter reinmachen? Gibt es Viecher, die Splitter fressen? Habe ich es falsch gelesen vielleicht, ne? So, ich habe auch jede Menge Stroh gefarmt offscreen, dass hier die ganzen Lampen mal eine Weile brennen. Ich muss da jedes Mal lachen. Alice Schweizer. Alice Schweizer jetzt am Berg angekommen. Ne. Hier der Verträgler. Alles klar, Buddy Badenzer. Ich hole euch gleich den Kumpel aus Österreich. Ne, die wachsen nicht hier. Die wachsen irgendwie nicht so, wie sie sollen. Was macht mein Dünger? Na, der ist natürlich schon wieder fertig. Den habe ich schon durchgejagt. Dann haue ich jetzt hier noch einen Dünger rein. Einfach zur Sicherheit. Sind zwar einige drin, aber das kann ja nicht schaden, weißt du? So. Das war das. Jetzt gehen wir kurz den Beschwörungspool drüben aufsetzen, bevor es dunkel wird. Jetzt hole ich tatsächlich seine Seele. Und ihr werdet jetzt schon sehen, wie er heißt. Ihr guckt. Der Österreicher in unserem Stall wird sich Mark Steirer nennen. Kommt jemand drauf, bis ich drüben bin? Kommt jemand drauf, wieso der Mark heißt? Der Steirer? Steiermark! Jetzt habe ich es verraten. Ich kann sowas nicht lang für mich behalten. Jetzt haben wir Mark Steirer, Alice Schweizer und Buddy Badenser. Das Dreiländereck. Vielleicht nennen wir den See da unten Bodensee und dann bauen wir uns da unten. Ist natürlich nur Spaß. Aber ich dachte mir, weißt du, wir sind ja ein Dösch-Kanal. Deutschland, Österreich, Schweiz. Da gehören auch deutsche und österreichische Goblins dazu. Ja, und jetzt werden wir mal gucken. Ich habe noch ganz viele tolle Namen und wir werden noch einige Goblins brauchen. So, Marc. Steirer, mein Steirerbuhr. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir alles da haben. Haben wir alles da für den Steirer? Rohes Fleisch, Leder, ist alles da. Braucht eigentlich ein österreichischer Goblin mehr Leder? Nee, ne? Wobei die so ein bisschen zäher normalerweise sind, die Bägler. Jetzt pass auf, wiederbeleben. Tadeng. So sieht das Ganze dann aus. 20% ist er, ja? Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt ist er noch das kleine Würstel hier, ne? Jetzt ist er noch das kleine Würstel. Erst wollte ich einen Ani nennen, aber dann ist mir das mit dem Steirer eingefallen. Und da dachte ich, Mark Steirer, ein Steirerbuhr. Steiermannsan, very good, very, very good for Hollywood, kennt das jemand? So hört mein Paps so Musik, weißt du? Guck mal, wie er hier kniet, Leute, und die Ohren hängen lasst. Ich bin Steirer, hol mich hier raus, Watscher. Alles klar, dann haben wir das auf dem Weg. Was wollte ich noch mal? Jetzt wird es natürlich dunkel, das ist ein bisschen doof. Dann zeige ich euch mal ganz kurz, wo wir das Bestientor hinbauen, wenn es wieder hell wird. Fliegen wir mal hin, ne? Also hier, wie gesagt, das kommt wahrscheinlich weg, so wie es da ist. Oder ich lasse es als doppelte Absicherung für unser Zuhause, das weiß ich noch nicht. Auf dieser Ebene, auf der ich jetzt fliege hier, hier wird auf jeden Fall der Zehmpass sein. Ja, hier werden wir irgendwie dieses Zehmteil hinbauen, was ich im Kopf habe. Da vorne seht ihr schon, habe ich aufgebaut. Ich habe schon mal die Längswand hingesetzt, die geht auch bis zum Berg. Wir gucken es uns an, ist ja noch ein bisschen hell. Sind natürlich Großprojekte, ne? Aber ihr kennt ja meine Großprojekte. Warum sollte ich das hier anders machen wie bei Minecraft oder so weiter, weißt du? So, ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich drin war, ne? Aber jetzt komme ich so langsam. Also, hier über die komplette Länge, das wird der Eingang
ins Voucherland. Hier kommt praktisch das Taming Gateway hin, das Steintor. Und wenn man dann reinkommt auf diese Fläche, kommt man in diesen 10 Käfig schon direkt rein, den ich mir vorstelle. Der wird auch fest installiert, da werde ich mir ein bisschen mehr Mühe geben. Wir werden aber auch noch ein paar Mobile aufbauen. So bis hier hoch habe ich es gezogen. Ne? Jetzt müssen wir natürlich auch mal gucken. Hier hinten, alles was praktisch hier unten rumdümpelt später. Und da habe ich auch schon Bären gesehen, ich habe Goblins gesehen, Wölfe habe ich gesehen. Von diesen Dinosaurier-Typen vom Berghang drüben können wir Elemente rüberziehen, wie wir Bock haben. Ja, die können dann da unten durch. Hier oben müssen wir mal noch gucken. Da werde ich wahrscheinlich auch eine Palisade bis rüberziehen. Aber eher diese normale kleine, weißt du, dass da halt keiner in unser Gebiet reinklitscht. So, hier setzen wir nachher das Steintor auf. Und Voucher, die ins Wall zeige ich euch dann später, wenn es hell ist. Das muss man im Hellen sehen, das ist ein riesen Lappen geworden schon. Natürlich auch noch nicht fertig, ne? Jetzt haben wir natürlich hier so ein bisschen einen Engpass, Leute. 20 Uhr, jetzt müssen wir warten, bis es hell wird. Wir können mal gucken, wie weit jetzt der Kollege ist. Wir können auch ein paar Materialien noch farmen. Ich brauche ja sowieso jede Menge. Wir brauchen noch so viel. Der Steiner, ich glaube, der ist schon fertig, Leute. Jo, der ist schon auf Folge. Der ist schon auf Folge. Da bringe ich kurz unser Fröckle weg. Steider, ihr holt die gleich ab. Das machen wir jetzt im Dunkeln. Da haue ich mir eine Elfe an. Da holen wir den Steider. Und dann werden wir die auch gleich beladen. Wie gesagt, ich fliege heute kurz vor Ende der Folge schon mal mit euch los rüber. Ich will den Gurktaler hier haben. Der muss auf jeden Fall hier rüber. Und wenn ich dann in der Offscreen-Runde drüben bin, dann werde ich ein bisschen Gold ranholen. Oh, da kommt ein Viech. Nicht, dass der mein Viechle da jetzt kaputt macht. Ich traue den ja nicht, weißt du? Ich habe da drüben noch nicht abgesichert. 22 Grad. Scheint ein Sommerabend zu sein heute in-game. Genießen wir. So, aber bevor ich hier rausgehe, bei den Überraschungsangriffen, die Panda so drauf haben, weißt du? So. Übrigens, ich habe auch jetzt Rang 2 vom Blitzzauber mal gebaut. Der wäscht 240 Damage raus bei mir. Das ist Wahnsinn. Also mit dem fühle ich mich schon richtig stark. So, komm. Mark Steiner. Da, Level 10er halt nur, ne? Ich habe keine größere Goblins gefunden. Hat jemand von euch mal... Ah, der ist erst bei 82%. Steirer, Alter, aber gewachsen bist du schon mal. Hast dir die ersten Lederlappen umgelegt, ne? Guck, da entsteht er, Leute. Da entsteht unser Steirer. Der ist doch jetzt fertig, oder? Was? Ich höre einen Flügelschlag. Steiri? Baby? Wie weit bist denn du? 82%. Es ist Nacht. Der Steirer, er sitzt in den letzten Zügen. Lass mal gucken, vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Holz farmen. Das war's. Oh, jetzt habe ich den Effekt mal gesehen. Geile Geschichte. Steirer, Digga. Geil, ne? Mark Steirer. Auf geht's, Alter, rüber. Äpfel geschnappt. Kommst du? Ja. Da freue ich mich auch. Ich freue mich tierisch über die Goblins. Hat jemand schon mal einen Elite-Goblin gezähmt von euch? Das wäre eine super wichtige Frage, weil ich hätte schon gerne einen Captain für die, weißt du? Ein Kapo-Goblin sozusagen. Jetzt laufe ich mal hier so durch. Hoffe, der bleibt nicht hängen, sonst ist er gleich am Arsch. Komm rein, Steirer. Der Steirer-Bur. Super. Gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, das ist auch in eurem Interesse. Ich habe ja eine Statistik. Ich sehe ja, dass Österreicher und Schweizer da sind. Der ein oder andere hat sich auch schon vorgestellt. Tiroler haben wir letztens gehabt in den Kommentaren. Und Tiroler habe ich auch schon am Start, aber den muss ich erst noch zähmen. Weil Tiroler sind für mich so wie Badner, ne? So, Tiroler sind auch Österreicher, aber irgendwie sind es halt Tiroler, ne? So sind die Badner ja auch. Wir sind zwar Deutsche, aber irgendwie sind wir halt Bader. Badenser. Ich schwaller heute. Ich bin ein bisschen... Scheiße. Jetzt könnte ich mein Ding probieren. Siehst du, jetzt haben wir das mal live drin. Wow, Alter. Habe ich den Greifer erwischt oder habe ich mein Viechle erwischt? Guck mal, die haben den niedergeschmettert. Jetzt muss ich Viecher einsammeln. Jetzt habt ihr das mal gesehen, wie das hier abgeht, Alter. Ich stelle die nicht mehr ein. Die machen ja ihren Job recht gut. So. Ich glaube, ich habe einem von meinem einen mitgegeben. Ist der da runtergefallen? Fehlt jetzt einer? Sind alle da? Alter Schwede. Guck mal, das Schaf. Ganz wichtig. Jetzt pass auf, jetzt machen wir das mal locker. Sogar meine Hyäne. Ey, Blutwurz. Der will wieder rein, gell? Der will wieder an seinen Platz. Folgen einer. Jetzt pass auf. Jetzt muss ich mich sortieren. Na schön, ist ja ein bisschen Action drin. Ein bisschen Spontanität wieder am Start. Ich hoffe, dass noch alle Tiere da sind. Ich blick's ja hier nicht mehr. Wieso ist denn das Schaf jetzt bitte? Weißt du, das hole ich jetzt gleich. Jetzt müssen wir es mal... Jetzt machen wir es wieder schön. Kurzer Moment bitte. Buddy Badenza. Die sehen auch aus, als ob sie umgezogen werden. Ja, komm mal rein hier. Kommt mal rein. Der Ding auch, der Blutwurz. Komm, Blutwurz, Alter. Zieh dich nicht so. Steirer. Komm, jetzt müsst ihr es eigentlich packen. Ich hupf mal hier auf die Treppe kurz hoch. Nee.
Ja, weißt du, ich sollte den Blutwurz vielleicht draußen hinstellen, einfach. Hopf mir nicht da hinten runter, bitte. Komm, wir stoppen mal den Blutwurz ab, den mache ich. Ich kann ja den Reit nicht hält. Oh, bin ich geil. Ich bin geiler, ne? Ich bin halt ein Geiler. So, Blutwurz, du bist mein Hauskätzle. Du solltest auch Hauskätzle bleiben. Hier erstmal runter von ihm. So, jetzt pass auf, jetzt stelle ich es nochmal ein. Erstmal Befehl Stopp einer. So, und dann Befehl neutral, passiv. Ich hab's auf passiv gehabt, mal gucken. So, Steirer, komm, Alterle. Arbeit, Arbeit. Das waren eigentlich die... Oh mein Gott. Die haben auch mit angegriffen, Alter, haben die eine Range. So, Steirer, komm mal her. Komm mal her, Steirerle. Ich setz mal hier hin. Muss mich nur rechtzeitig rumnehmen. Ein Stück kannst du noch mit. Sorry, Leute, ne? Spontaner Einsatz jetzt hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Er steht da hier im Weg und weicht nicht. Wie ein Baum. Wie ein Baum. Stopp. So, jetzt müssen wir halt einsammeln. Befehl. Stopp einer. So, Alterle. Jetzt muss ich die zwei da hinten holen. Ich weiß gar nicht, warum die mitgekämpft haben. Du. Und du. Immerhin, so schnell ist hell geworden, Leute. So, kommt man mit hier ums Eck rum jetzt. Kommt man an euren Platz. Buddy Badetza. Ich find's super. So, kommt. Kommt runter. Stopp. Stopp, 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 stopp. Ein Stückle noch näher. Damit machen wir hier schon mal den... Machen wir auf Stopp. Und der Buddy sollte wieder zwischen seine Säule hier. So, aber mit dem Gesicht zu deinen Kollegen, Buddy, ist klar, ne? Ich kann nur nicht noch weiter vor. Komm, dreh dich rum, Alter, jetzt. Ich bin da... Oh, das macht er jetzt natürlich nicht, ist doch klar. So, Stopp. Entschuldigung. Stopp, stopp, stopp. Hier ist gut, hier ist gut. Hier ist dein Plätzle. Als erstes Mal Stopp einer und passiv. Ich will nicht, dass ihr da angreift, Leute. Ein bisschen, ihr seid doch tot. Passiv und passiv. Was bedeutet denn eigentlich dieses Plus 2? Haben die eine verbesserte Angriffskraft dann, wenn die zu dritt sind? Ne, als vorhin zwei da waren, war es Plus 1 gestanden. Jetzt pass auf. Jetzt müssen wir noch ganz kurz das herrichten. Ich brauche die Hälfte Münzen, die Hälfte das da, die Hälfte das da. Das nehmen wir mit, die Hälfte Äpfel. Mache ich dann offscreen den Rest. So, Steirer. Steirer, Mensam, very good. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung, wenn ich so aufgedreht bin. So, das müsste jetzt eigentlich alle herstellen. Jetzt müssten sie am Arbeiten sein, oder? Ich glaube, der arbeitet und die. Die ist auch am Werkeln. So, jetzt muss ich mal gucken, ob vorne alles soweit okay ist. Mein Kätzle ist wieder da. Dich habe ich jetzt auf passiv gestellt, ne? Oh, den wollte ich noch ausräumen. Hoffentlich reicht mir das zeitlich noch, weil da sind ja immer so Greifenklauen drin, so Geschichten, ne? Oh, scheiße. Ah, nee, der lebt noch. Ich dachte schon, ich habe einen Toten. Oh, ich dachte schon, du wärst tot, Alter, der Transporter. Habt ihr gut gemacht. Ich mag das, wenn ihr so angreift, auch wenn ich es nicht check dann. Nein, Alter, Alter. Da fehlt aber doch ein Frog fehlt, ne? Crazy Baby ist nicht da, Leute. Wo ist die? Wo ist mein Crazy Babe? So, Naki, du hast auch gut mitgekämpft, wie immer, gell? Wenn was los ist, dann hängst du jetzt im Frog drin. Naja. Das muss, das kann so nicht sein. Das mit dem Passiv, weiß ja auch nicht. Also, jetzt sind die hier miteinander reingebackt oder was? Ah, sehr schön. Hast du gut gemacht. Ja, ich bin stolz auf dich. Schwipp, schwapp, stopp. Wo ist denn jetzt Frog-Kollege? Einer fehlt, Leute. Aber wo ist der, bitte? Wo ist denn der? Ich sehe ihn halt nirgends. Ist mir der draufgegangen? Das muss ich fast mal jetzt in der nächsten Folge angucken. Aber Crazy Baby ist ja nicht gestorben. Dann würde er doch jetzt hier noch rumhängen, oder? Wer weiß, wo die hin ist. Also, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Dafür ist die Folge jetzt natürlich schon fast rum. Sie, da ist es, Crazy Babe. Wo sitzt denn die? Auf dem Dach. Also, wir haben es überlebt, ne? Es war zwar nur ein kleiner Mini-Greif, aber wir haben es überlebt. So. Oh, Alterle. So, kurz rüber. Auf dich noch drauf. Wieder auf dein Plätzle gritten. So. Und ein Schaf muss ich noch wegbringen. Ich werde die jetzt alle auf passiv setzen dann, ne? Probieren wir mal. Irgendwann muss das ja hinhauen. Folge. Wer hat denn da mitgekämpft von euch? Befehl Folge einer. Wer bist denn du? Mrs. Up hat sich hier eingemischt. Mrs. Up. Dafür kommst du jetzt ein Stück weiter runter, dass die Range nicht so arg ist. Komm runter, Diggerle. Komm. Komm, Dicke. Alles klar. So, ihr seht schon, ich habe jede Menge Spaß hier, ne? Befehl, Stopp, einer. Befehl, Stopp, alle. Ist auch okay. Kann ich auch machen. So, jetzt haben wir es aber, oder? Habe ich jetzt alles? Habe ich jetzt... Jetzt habe ich natürlich die Hälfte bestimmt vergessen. Kommt da schon der nächste Greif an? Ich dreh durch.
Wir wollten ja, dass es hell wird. Ja, komm, wir machen jetzt nicht mehr lang rum. Wir wollen ja auch noch rüber. Ich nehme Schwippschwapp. Wir nehmen den Schwippschwapp. Die können hier weiterarbeiten, während ich rüberfliege dann. Wir gucken uns jetzt noch Voucher, die ins Wall an. Und dann fliege ich rüber und dann sehen wir uns morgen drüben. Schnappen den Gurktaler und ich port mich dann halt irgendwann offscreen nochmal rüber und hole dann Schwippschwapp wieder nach. Ne? So, einen Teil habt ihr ja schon gesehen davon. Ja, oh, das Bestientor wollte man noch bauen. Nochmal hoch, nochmal hoch. Gott sei Dank mache ich ein Let's Play und keine Guides. Ich wäre nur am Schneiden, oder? Ich wäre echt nur am Schneiden, Leute. So, pass auf, pass auf, pass auf. Ah, ja, siehst du, den Crazy Babe muss ich auch noch runterholen da oben. Ich habe schon gedacht, ich habe sie verloren. Jetzt muss ich natürlich hier ab und zu mal durchgucken, wenn so kleine Mini-Angriffe sind, dass ich halt repariere, ne? Nicht, dass mir immer die Hütte zusammenfällt. Jetzt pass auf, ich habe doch das vorbereitet. Wo habe ich denn das Bestientor hin? Dann machen wir lieber das und gucken uns dann Voucher Dean's Wall morgen an. Hier ist das Tor, hier ist dann auch die Tür dazu. Ich schnapp Crazy Babe vom Dach. Würde ich sagen, Zähmen schon Rang 17. Siehst du, ohne dass wir drauf achten, macht sich das nebenbei einfach mit. Ein Greif bringt hier alles durcheinander. Das ist der Wahnsinn. So, hast du dich aufs Dach verzupft, Alterle. Könnte ich sein. Ein Angriff, weg, schnell weg. So, jetzt fliegen wir doch den Wall kurz ab, dass ihr mal die Länge seht. Die Höhe ist noch nicht final. Ich bin auch oben, also oben mache ich erst später weiter, wenn ich die Balliste habe. Ich will die ja hier integrieren auch noch. So, ne? Hier werden wir auf jeden Fall einen ganz kleinen Mini-Wachturm hinstellen. Nichts Hohes, aber einfach, dass ich es ein bisschen abhebe von der anderen Front. Und dann zieht sich das jetzt tatsächlich bis da hinten hin, Leute. Siehste? Siehste? Das gibt mein kleiner Wall. Hier vorne kommen dann noch normale Barrikaden hin, dass die Löcher dazu sind. Das habe ich nicht anders hinbekommen. Aber, Alter, das ist so eine richtige fette Front, ne? Und das Bollwerk, was ich vorhabe zu bauen, das wird noch breiter. Das wird nicht so hoch, aber breiter halt. Ne? Bis hierher an den Stein. Hier geht es jetzt dann eigentlich nur noch in die Höhe. Vielleicht fasse ich es auch noch mal ein Ding rüber. Hier werden wir dann ganz normale Barrikaden aufsetzen bis da hoch, dass die Backseite sicher ist. Und dann sind wir schon hier oben beim Taming Gateway. Und das will ich jetzt setzen. Müssen wir mal kurz, hier habe ich eine Kiste schon aufgesetzt gehabt. Ganz kurz mal gucken. Irgendwelche Feinde hier. Ich muss mal jetzt gleich schauen, wenn ich das Video schneide, wem ich eine verbrezelt habe. Weil wenn die so durcheinander flattern, ich kriege das nicht hin, den richtigen da immer zu erwischen. Jetzt pass auf. Diese Ebene, auf der ich mich jetzt befinde, das wird auf jeden Fall der Zehmpass, dann müsste es normalerweise genau an diese Steine hier hin. Jetzt will ich mal gucken, ob ich das da rein integriert bekomme. Ich bin gespannt, wie es aussieht. Ja, das geht. Das geht. Ich würde es, ja, so würde ich setzen, genau. Boah! Guck dir mal die Struktur an, Alter, wie gut es aber aussieht, oder? Wow, ist das schön! Oh, da müsste ich fast die komplette Front hier aus Stein machen eigentlich. Achso, nee, dann habe ich keine Steinspitzen, ne? Gab's Steinspitzen? Weiß es jemand? Steinarbeiten. Es gibt keinen Steinspitzen, Barrikaden, Palisadenzaun oder sowas, ne? Dann machen wir es hier auch wieder mit Holz, ganz klarer Fall. Ja, ist das ein mega nettes Teil, Leute. Gefällt mir das mal richtig gut. Guck dir das mal an. Schöne Geschichte. Oh, das Ding muss man noch reinsetzen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Das da. Ich setze es von innen oder es wird wurscht sein. Ja. Ja, das ist geiler, als ich es mir vorgestellt habe. Jetzt kommt man dann praktisch hier an. Das ist dann das Haupttor. Der Stein kommt natürlich weg, ist klar, ne? Der Stein kommt natürlich weg. Ich habe es trotzdem da hinsetzen müssen, weil das ungefähr... Genau, und hier kommt man dann praktisch ins Voucherland durch den Zähming-Käfig. Da bin ich aber am Überlegen, der soll ein paar kleine Raffinessen haben. Das zeige ich euch dann immer Stück für Stück. Ist auch ein Offscreen-Projekt, wo ich dann immer wieder mit reinnehme. Genauso wie der Wall unten, weißt du? Und dann haben wir hier tatsächlich ein bisschen Abwehr. Guckt euch mal das wunderschöne Tor an. Da hat sich jeder Stein gelohnt. Ich werde, glaube ich, das Große bauen, wenn das freigeschalten ist. So, Leute, wir sind schon wieder am Ende. Ein bisschen Action war mit dabei. Ich fliege jetzt mit Crazy Babe rüber. Ich gehe nochmal kurz heim, nehme den Schafen ihr Zeug weg, dass ich da beim Einloggen kein Problem mehr habe. Und dann sehen wir uns morgen drüben, dann werden wir mit dem Gurktaler uns durchschlagen. Entweder der Weg vom letzten Mal oder ich finde noch einen anderen Weg auf der rechten Seite entlang, das schauen wir uns an. Und ich freue mich tierisch, wenn ihr morgen wieder reinschaut, dann werde ich auch hier wieder wahrscheinlich so ein bisschen was gebastelt haben. Und kann euch da wieder einiges zeigen, ne? Goblin Engineering, Leute, 80%, die Ballista kommt näher. Die Ballista kommt näher. Schade, dass es so weit weg ist, man sieht es nicht von hier. Das wäre natürlich obergeil, wenn ich alles von da... Aber ist okay. Ich stecke auch ganz bewusst das Gebiet so weit ab. Ich weiß, dass da drin Viecher spawnen können. Ich will es trotzdem so haben, weißt du? Einfach ein bisschen rumprobieren, mich ein bisschen ausleben hier.
Wunderschön. Im Freitag, wie gesagt, machen wir dann unsere Abenteuerreise auf jeden Fall spätestens, wenn nicht sogar vorher. Mal gucken. Also Leute, wir sehen uns morgen wieder. Bin mal gespannt, was ihr zu unserem Dreigespann der Goblins sagt. Wie gesagt, das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Bei denen verabschiede ich mich heute von euch. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.